Und hiermit wieder herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Hier ist euer Memento Mori, wie ihr seht, mit Infamous First Light, mit der kleinen Fetch hier. Zerrissene Strumpfhosen, einen dicken Hintern, eine freche Göre. So, da oben ist etwas, das wir natürlich holen, und zwar ein Skillpunkt. Ich nehme mal an, wir müssen Anlauf nehmen. Perfekto. Und wurscht. Da oben ist auch wieder was. Ja, aber ob ich da hinkomme, das ist jetzt fraglich, ne? Jawohl, es geht sich aus. Okay, weiter zu Fetch Mission. So, da oben ist auch noch was. Ja, ich kann einfach nicht widerstehen, ne? Noch dazu, wenn es direkt daneben ist. Oh, ein Graffiti. Vielleicht macht sie wieder irgendein Elch oder so. Okay, bin gespannt, was jetzt passiert. Oh, ein schöner Friedenstaube, ne? Oh, das sieht wirklich geil aus. Ne? Ja, das hat schon was, ne? Ja, das DOP gibt's noch nicht hier, ne? Ja, wie er cool herläuft. Mit der Waffe in einer Hand, wie ein Gangster. Haha, beim Fahren schiebt man nicht. So, oh, in die andere Richtung, ne? Okay, wir haben endlosen Sprint. Mit Delsin haben wir ihn ja aufwerten müssen, dass er endlos geht. Hier geht er schon von Haus aus, was ziemlich cool ist. Aber das Fliegen, das fehlt trotzdem noch etwas, ne? Perfekt. Also, wisch ich das? Jawohl. Da ist auch noch irgendwo was. Na? Hey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt aber. Da können wir das große Neonschild auch wieder auslutschen. Ja. Aber leider bekommen wir keine Fähigkeit. Aber macht nichts. Es geht jetzt weiter, würde ich sagen. So, da war irgendwo was. Ich hab's gesehen. Ah, da ganz oben, ne? Ja, irgendwie komme ich zu nichts. Ich glaube, diese gehören zu mir, aber ich bin mir nicht sicher. Ah, das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich muss schneller sein. Aber nicht zu schnell. Fetch, was machst du? Die wundern sich gar nicht, ne? Perfekt. Ich hab's. Ich sag zu oft perfekt. Perfekt. Egal. Oh, Fetch, wo läufst du hin? Wo läufst du? Fetch, nein. Fetch. Nein. Nein, was machst du? Mission. Weiter geht's. Gerade einer meiner Jungs, die nach Brent suchen, wurde von den Akulas enttarnt. Sorry, Süße, ich muss meine Leute zurückpfeifen. Ist zu gefährlich. Nein, nein, ich beschütze ihn. Sag deinen Männern, ich beschütze jeden, der nach Brent sucht. Das wird gehen. Ich schieße, sobald die Sicht frei ist. Ich muss schnell sein. Auf wen? Welche Sicht? Die Sicht ist frei. Ah. Shane, dein Mann atmet noch. Schön zu hören, dass du das drauf hast, weil gerade noch einer meiner Jungs entdeckt wurde. Ich erledige das. Schick mir seinen Standort. Das gibt's doch nicht. Warum? Wir sind ein kleines Mädchen, ein Handlanger für irgendeinen Typen.
Ich wette, der lügt uns an und ich wette, dass der vielleicht hinter der Entführung steht. So, jetzt bin ich gespannt. Nochmal, Botendienste, ne? Fetch. Komm schon. Perfekt. Er ist gerettet, dem Himmel sei Dank. Ich brauche jeden nur verfügbaren Mann. Hör zu, wenn deine Jungs entdeckt werden, nutzen wir das doch aus. Schick sie alle zu Olafs Restaurant am Hafen. Ich verstecke mich auf dem Dach und erledige die Akkulas, wenn sie auftauchen. Ja, nicht schlecht. Okay, ich könnte mit dem Truck hinter dem Laden warten. Sobald du loslegst, schnapp ich mir meine Jungs und wir hauen ab. Ja, klingt nach einem Plan, ne? Könnte man meinen. Wo ist das? Unten? Oh ja, hier ist es. Wumm. Lutsch am Neon. Okay, in die andere Richtung. Ich schaue nur kurz, ob wir schon wieder was aufwerten können. Nee, herausfordern wollen wir nicht. Ich würde jetzt fast... Na, ich weiß nicht. Maximale Neonentzugkapazität mit Raketen und den ganzen Pipapo. Oder fliegen. 50% länger sprinten, Wolkenschub. Zweimal können wir springen, das ist cool. Was ist das? Nahkampffinisher. Ja, ich glaube, zuerst mal hier. Und dann? Wo dann? Wir brauchen, glaube ich, mehr Zeit. Ja, ich glaube, das ist gut jetzt, ne? Ja, wir können gut snipern mit der. Oh, wir gehen wieder unten, ne? Ja, ich weiß nicht, warum hier noch nicht das DOP unterwegs ist. Vielleicht war es von der Eulen, die man gesehen hat, noch nicht so verbreitet. Ich weiß es nicht. Ja, in Infamous 3 war sie ja quasi der Endboss, ne? Also, der Böse. Yeah. Ja, ich habe noch demnächst ein kleines neues Let's Play für euch, nachdem... Willkommen im Fleischwolf, Jungs. Das wird euch gefallen. Shane, sie sind abgelenkt. Hol deine Jungs raus. Ja, Ma'am. Weg! Oh, die hat's zerbröselt, ne? Sie lächelt da einen ab. Warm! Okay, meine Jungs sind draußen und gehen die Nebengasse runter. Nicht, dass es jemand gemerkt hätte. Alle Akkulas schießen auf dich. Von mir aus, wenn sie gern Hackfleisch werden wollen, nur zu. Geil. Wumm. Hättest du so gedacht, ne? Oh. Wo sind die? Unten, oder was? Haha, die lächelt hier einen ab. So, wo sind noch welche? Da unten. Ja, bewegen kann ich mich jetzt gerade nicht. Das heißt, ich muss so quasi wie ein Rail-Shooter snipern hier, ne? Zum Glück habe ich mir das Verlangsamte gekauft. Okay? Haben Sie Brent gefunden? Na, du hast sie schwer motiviert. Zu sehen, wie du auf dem Fund haust. Oh, unglaublich, Kleine. Du bist der Sensenmann. Ich bin kein Monster. Ich will nur meinem Bruder helfen. Ohne ihn flippe ich manchmal aus. Dann, werte Dame, hast du Glück. Einer der Jungs, den du gerettet hast, hat gehört, dass ein Akula-Leutnant etwas in Georgetown abgeholt hat. Wenn wir den Kerl auf den Überwachungsbildern finden, können wir vielleicht zurückverfolgen, wo sie Brent festhalten. Hin und wieder bist du schwer in Ordnung.
dachtest, du lässt den Cowboy doch noch den Bullen reiten? Bullen sind männlich. Ach, was soll's. Kommt euch diese Stelle bekannt vor? Gewalt in Seattle. Also ich glaube, das ist diese Stelle. Ja, das ist diese Stelle, die sie bei Delsin im Versteck hat, ne? Beziehungsweise im Versteck. So, weiter geht's. Ram. Ram. Ja, hier geht's eigentlich nur gegen die Akula, also die DUP sind eigentlich noch keine große. So, nein! Es ging sich nicht aus. Wapp. Was? Weg mit dem Auto. Weg. So, hier ist noch einer. Atomisier. So, Neon brauchen wir nicht. Wir sind voll mit dem Neon, das wundert mich etwas. Und ich würde sagen, wir starten hier einfach die nächste Mission. Hallo? Hallo, Fetch. Ich heiße Jenny. Ich arbeite für... mit Shane. Ich glaube, ich soll dir helfen, einen Akula-Leutnant aufzuspüren. Per Telefon? Wir nutzen die Stadtkameras. Besorg mir deren IDs, dann weiß ich, wo ich die Aufnahmen finde. Ich schick dir den Standort, an dem unser Mann zuletzt war. Wie bitte? Kamera-ID? Wer bist du nochmal? Jenny. Ich arbeite für die Stadt. Und manchmal für Shane. Die ID ist wie ein QR-Code. Du kannst ihn mit deinem Handy scannen. Schick ihn mir und ich durchsuche die Aufnahmen nach diesem Typen. Wir haben ein geniales Gesichtserkennungsprogramm. Das ist unheimlich. Okay, ich bin hier. Suche eine Kamera in der Nähe. Okay, gefunden. Scanne die Kennnummer, dann suche ich die Aufnahmen. Scannen? Okay. Das ist unser Mann. Folge ihm. Nutzen einzelne Kameras, um seinen Weg zu verfolgen. Ich kann leider keinen kompletten Systemscan machen, sonst löse ich hier Alarm aus. Etwas früher, okay. Ja, er hat ja schon... Kann ich die jetzt auch scannen wieder? Und? Wonach suchen wir hier? Die Akulas haben angeblich ein Versteck, wo sie Gefangene festhalten. Wir folgen ihm. Er führt uns hin. Und Shane? Was hast du mit ihm zu tun? Naja, du suchst deinen Bruder? Ich brauchte was anderes. Wenn Shane anruft, helfe ich. Ich muss bloß echt vorsichtig sein hier auf der Arbeit. Verdammt. Was hast du gebraucht? Häng mich einfach nicht so tief in die Dinger rein. Kamera. Die hat auch sicher was gesehen. Wer ist dieser Kerl überhaupt? Er ist Menschenhändler für die Akulas. Menschenhandel? Sowas wie Sklaven? Yep. Ich glaube, er folgt Mädchen. Okay, hier haben wir eine neue Kamera. Wo ist sie? Wo ist sie? Ist sie hier? Wo? Ah, hier. Okay, er ist hier anscheinend gefolgt oder gestalkt. Ja, er ist hier vorbei. Sie wird schneller. Glaubst du, sie hat ihn bemerkt? Mach einfach weiter. Sehen wir mal, was uns hier wird. So, hier. Scannen. Oh, sie ist voll der Hacker, ne? So, hier ist sie hoch. Hier sieht es irgendwie aus wie an einem Tatort. Etwas früher, ich glaube. Ja. Erschossen. Das sind die Männer, die meinen Bruder haben. So, wo ist er dann hin?
Das ist jetzt die Frage, ne? So, diese noch hacken. Nein, rein gar nichts. Das ist komisch. Ich dachte eigentlich, der geht hier vorbei, ne? Die habe ich, glaube ich, schon, oder? Die habe ich schon. Aber vielleicht muss ich schauen, in welche Richtung er läuft. Wobei, er kann eh nicht aus, ne? Eigentlich. Ich schaue nochmal. Sicherheitshalber. Ja, ja, Fetch. Du Hacker! Macht aber Spaß, das Spiel, ne? Also Infamous kann ich jedem empfehlen. Ist von Sucker Punch. Okay, erschossen. Sie haut nach rechts ab. Und ja auch. Ja, hier. Das heißt, womöglich hier rein. Hacken, hacken, hacken. Das kann nicht gut ausgehen. Ja, aber wir wissen wenigstens, dass er hier lang ist. Haben sie einfach geschnappt. Warte, er hat irgendwas fallen gelassen. Er hat was fallen gelassen? Hallo? Jenny, könntest du rausfinden, wohin dieser Typ geht, wenn du sein Handy hättest? Klar, wird bloß etwas dauern. Ich brauche nur eine Kopie seiner SIM-Karte. Ich schick sie dir. Wir holen meinen Bruder zurück und machen diesen Schweinen gleichzeitig den Laden dicht. Mission abgeschlossen, auf der Spur des Menschenhändlers. Jawohl. Meine Kundschafter sind in einen Hinterhalt der Akkulas geraten. Ganz übel. Also soll ich hindüsen und die Trainingsanzüge mal richtig aufmischen, hä? Ja. Es ist mir ein Vergnügen. Sag mir einfach, wo ich hin muss. Oh, und Jenny ist klasse. Ruf sie an, wir haben eine Spur. Ja, Leute, wie es weitergeht in diesem schönen Spiel mit Fetch, die wir alle kennen aus Infamous 3. Seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Seid gespannt und hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Für Kommentare und auch Like bin ich offen. Ah, die gehen noch. Drive-by wollten die, ne? Weg, weg. Ah. Lutschlaser, Autofreaks. Ha, Lutschlaser, Autofreaks. Bis zur nächsten Folge. Euer Memento Mori. Ciao, ciao.